Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von der Firma NAV Group. Wir verstehen Mensch, Wasser, Wärme auf www.nav-group.com. Der Internetplattform homegate.ch, das Immobilienportal der Schweiz. Minergie, mehr Lebensqualität, tieferer Energieverbrauch auf www.minergie.ch und der Internetplattform www.bauschweiz.ch. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zur neuen Sendung von BIS TV. Wir haben für Sie wieder verschiedene interessante Beiträge zusammengestellt. Zuerst zeigen wir Ihnen einen Bericht über das geplante Projekt Oceanium Basel. Das Oceanium gibt im Zolli die Möglichkeit, dem Publikum die Tiere auf eine neuartige Weise zu zeigen. Dann zeigen wir Ihnen in unserer Sendung Tipp von Toni, Bastelvorschläge für die Adventszeit. Unter dem Titel Wohnen im Bergwerksilo sind wir in Herznach im Kanton Aargau und zeigen von dort ein ganz außergewöhnliches und spannendes Objekt. Auch historisch findet Einzug in unsere Sendung. Wir sind auf und im Spalendor gsi, wo nach einer Gesamtsanierung wieder in neuem Glanz erstrahlt. Am Schluss haben wir noch, wie immer, Mitteilung in eigener Sache und Vorschau auf unsere nächste Sendung. Doch zuerst kommen wir zum geplanten Oceanium zu Basel. Die Schweiz ist kein Binnenland mehr. Mitten in der Stadt, direkt bei der Heuwoog und ganz in der Nähe vom Zolli-Eingang am Birsig, soll das Grossaquarium mit dem Namen Oceanium Zolli Basel entstehen. Das Oceanium soll einen faszinierenden Lebensraum enthüllen, den man unbedingt schützen sollte. Grosse und kleine Meerestiere können dort in ihrer natürlichen Umgebung angeschaut werden. Das Grossaquarium zeigt die Weite vom Ozean mit Korallenriff, Kraken, Hai und vielem mehr und soll für einen nachhaltigen Umgang mit dem Lebensraum Ozean sensibilisieren. Unser Aussenreporter Jürg Westreicher hat sich mit dem Projektleiter, dem Dr. Thomas Jährmann vom Zolli, über das Projekt unterhalten. Ja, also wir sind da beim Zoo Basel oder wie Basel sagt, beim Basler Zolli. Und neben mir steht der Herr Jährmann, er ist Projektleiter von diesem Projekt Oceanium hier im Basler Zolli. Herr Jährmann, was müssen sich unsere Zuschauer vorstellen unter dem Begriff Oceanium? Der Name sagt es ein bisschen. Oceanium ist ein Gebäude, das wir planen, wo etwas mit dem Ozean zu tun hat. Das ist einmal so eine erste Bemerkung dazu. Wir wollen aber nicht jetzt einfach ein grosses Aquarium bauen. Wir haben ja schon ein schönes Aquarium, das Vivarium. Sondern wir wollen mit dem Ozeanium eigentlich einen Bildungsort für die ganze Region schaffen. Ein Bildungsort, wo Themen wie Ozean, Nutzung vom Ozean, Ressourcennutzung durch den Mensch, Ressourcennutzung der Meerestiere untereinander. Alle diese Sachen, die sollten erklärt werden in diesem Ozeanium. Also wir wollen den Leuten auch erklären, wie man schonungsvoll mit der Natur umgehen kann. Es ist also nicht einfach nur ein Aquarium. Ein aktuelles Thema momentan. Wo soll das entstehen da im Basler Zolli? Was ist geplant und wann ist der Baubeginn? Das Oceanium ist das erste Gebäude vom Zolli, wo nicht im Zolli innen wird stehen. Es ist etwa 300 Meter außerhalb vom jetzigen Zoogelände auf der Heuwoog. Also dort, wo jetzt eigentlich Tramwendeschleifen ist, ein Taxistandplatz und ein leerer, ein bisschen sehr ungenutzter Ort jetzt ist, dort wird man das Oceanium hinstellen. Okay, und wie geht es weiter? Was ist geplant, wenn wir den Bau beginnen, wenn das zustande kommt? Wir sind jetzt im Moment am Vorprojekt für das Oceanium und wir hoffen, dass wir bis 2020 spätestens können eröffnen können. Wie wichtig wäre das, dass das für den Basler Zolli wirklich das Oceanium? Das Oceanium ist natürlich etwas ganz Wichtiges für uns. Das ist ein zusätzliches Angebot, das wir unseren Besuchern können bieten können. Und es ist etwas, das jetzt einfach keine Möglichkeit findet, auf dem Gelände vom Zolli, dass wir eben so einen Ort des Wissens und der Bildung in Bezug auf Ozean könnte bieten. Ich danke Ihnen recht herzlich und so wie ich das Basler Stimmvolk kenne, bin ich ganz sicher, dass es wird standkommen da. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit diesem Projekt und alles Gute. Danke. Merci vielmals.
Wir hoffen, dass das Projekt auch realisiert werden kann und bleiben weiter für Sie am Ball. Schon bald ist Weihnachten und der Toni hat in seiner Sendung «Tipp vom Toni» einen schönen Bastelvorschlag für die Adventszeit. Jetzt habe ich doch erst gerade Ihnen gezeigt, wie man so tolle Weihnachtsdekorationen machen kann. Ja, sie ist schon wieder Weihnacht. Aber ich mache natürlich nicht das gleiche wie das letzte Mal, das können Sie sich ja vorstellen. Nein, ich habe gedacht, ich zeige Ihnen einmal etwas, was ich jetzt wieder eine Idee hatte, was Sie auch selber machen können. Gell, jetzt ist doch die Zeit, wo es einfach zu lang Nacht ist und zu kurz Tag, wir haben immer ein bisschen zu wenig Licht. Und wissen Sie, wie Sie dem abhelfen können? Indem, dass Sie in Ihrer Wohnung zum Beispiel so dunkle Ecken ein bisschen besser ausleuchten. Dazu braucht es gar nicht viel Geld und Sie müssen gar nicht immer die teuren Weihnachtsbeleuchtungen kaufen, die überall angeboten werden. Ich habe mir hier etwas basteln gesehen. Ich habe hier so ein Gitter genommen, habe das richtig gefaltet und dann habe ich hier also als Hausabwart immer so Birnen in Fassungen. Wissen Sie, wenn die Leute zügeln. Und nachher tue ich ein paar, zwei, drei so Lampen ich montieren. Und jetzt habe ich aus denen also ein Gestell gemacht, damit es nie einem ankommt. Ja, ist ja noch wichtig, man muss aufpassen. Ich habe eine Sparlampe hier da. Und dann mache ich einfach so in meiner Ecke zum Beispiel so ein Gitterli an, anstecken am Strom und dann zum Beispiel nur einfach ein bisschen Stoff drüber, sehen Sie? Noch ein bisschen Stoff drüber. Dann braucht es eigentlich nur noch in der Weihnachtszeit ein paar Kugeln. Oder sonst noch ein bisschen Dekorationen. Das ist jetzt das, was ich einfach so gerade rum hatte. Und dann stellen Sie das abends anstellen. Und dann haben Sie wieder ein bisschen mehr Licht daheim. Ist doch lustig. Kann ich meine Wohnung außerterminlich kündigen? Ich glaube schon, wenn du einen solventen Nachmieter findest. Und wenn Sie es genau wissen möchten, fragen Sie erfahrene User und Experten. Alle Fragen und Antworten rund um Immobilien gibt es auf www.immotalk.ch. Wenn Türen überraschend vielfältig, beeindruckend schön und natürlich wohngesund sind, dann sind es Türen von Jeldwin, zum Einrichten gedacht. Nach dem Tipp von Toni kommen wir zu einem ganz besonderen Projekt. Das Eisenerz-Silo vom ehemaligen Bergwerk in Herznach ist 2001 stilvoll umgebaut worden und überrascht seine Gäste mit einer unvergleichlichen Atmosphäre. Neben der lebenden Umgebung mit Naturschwimmteich, Dammhirschgehege und Rebbergen gelten die Bergwerkstube, die Wendeltreppe und die Dachkonstruktion zu den Hauptattraktionen. Die aufwendigen Umbauarbeiten und der rund zweijährige Arbeitseinsatz haben sich auf jeden Fall gelohnt. Aus dem 17,5 Meter hohen Eisenerz-Silo ist ein Bischu entstanden, das der Gemeinde auch äußerlich als bergbaugeschichtliches Wahrzeichen erhalten bleibt. Ebenfalls in diesem speziellen Objekt untergebracht ist ein Bed-and-Breakfast-Betrieb mit Erlebnisgastronomie, wo man mit einer hervorragenden Küche glänzt und sich darum auch für Firmen, Vereinsanlässe und private Festchen besonders eignet. We'll be right back.
Ja, wir sind heute bei einem ganz speziellen Gebäude, hier in Herznach, in einem Bergwerksilo. Neben mir stehen Frau Deiss und Herr Hohl und sie sind Eigentümer und werden uns etwas von der Geschichte von diesem ganzen speziellen Bauwerk erzählen. Ja, Frau Deiss, Herr Hohl, was hat Sie bewogen, zu einem so einen speziellen Bau hier herzustellen? Es ist so, der Silo war fast 20 Jahre leer. Ich konnte ihn erwerben, 1980. Und ungefähr um 2000 ist das Gesetz umgewandelt worden, dass man schützenswerte Bauten zweckmässig umbauen kann. Und wo die Abstimmung positiv durch war, haben wir die Oberwohnung angefangen zu planen. Okay, und jetzt ist es ja nicht nur ganz eine spezielle Wohnung, also ganz, ganz grosses Kompliment, sondern es ist ja auch noch Bed and Breakfast, also eine Art wie ein Hotel haben wir ja da auch noch drin in diesem Silo. Ja, das ist erst später gekommen. Ja. Und zwar habe ich das Silo umgebaut mit Hamburger Wandergesellen. Ja. Und durch das sind wir dann eigentlich recht gut vorwärts gekommen. Und wir haben vorher immer nur gesagt, wir bauen den oberen Stock aus. Wenn wir noch fahren, weiter. Und darum, weil das dann so gut gegangen ist, haben wir ja von Wehrweisen. Wollen wir jetzt unten nach einer Wirtschaft machen oder wollen wir ein Bed & Breakfast machen? Okay. Und da ist ja, glaube ich, Frau Deiss sehr maßgeblich daran beteiligt. Ich gucke, glaube auch da. Können Sie uns da etwas dazu erzählen? Ja, es ist natürlich schön mit dem Bed & Breakfast. Wir haben alltag andere Leute hier, die mit uns hier oben zum Morgen essen. Und wenn wir Gesellschaften haben, koche ich für die. Ja. Wunderbar. Jetzt gibt es ja auch noch etwas rundum um das Silo eigentlich. Können Sie uns da etwas dazu erzählen? Ja, ich mache einfach Führungen. Und so, das beinhaltet, dass wir in unserem neuen Museum das hier anschauen. Dann gehen wir mit dem Stollenbändchen zum Stollen suchen, schauen dort rein, erzähle Geschichte über das Bergwerk und dann fahren wir über einen Schwimmteich, wo wir bei schönem Wetter so den Apero nehmen, zurück zum Silo. Und dann können die Leute auch noch den Silo anschauen. Und ich erzähle dir auch wieder, wie das einmal gegangen ist hier, wie wir das Silo umgebaut haben. Da habe ich vorher gerade noch in unserem Gespräch erfahren, dass Sie da noch 35 Hirsche haben. Wie sind Sie zu dem gekommen? Ja, ist so. Es ist einfach 4,5 Hektar Land dazu gewesen. Und ich musste das Gras irgendwie forthaben. Und dann habe ich halt Hirsche gesucht. Ja, das ist eine super Idee. Andere machen es mit Schaf, oder? Das ist schon mal etwas anderes. Ich bedanke mich recht, recht herzlich für eure Ausführungen und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg mit dem Projekt, das ihr hier habt. Ich hoffe, dass das viele Leute können anschauen können, weil es ist wirklich ganz eine tolle Sache. Danke vielmals, dass wir bei euch sein durften. Danke euch auch. Merci. Um dem denkmalgeschützten Spalendort zu Basel im voranschreitenden Substanzverlust entgegenzuwirken, ist eine Instandsetzung von der Gebäudehülle erfolgt. Für die Sanierung haben das Hochbauamt und Denkmalpflege in Zusammenarbeit mit spezialisierten Restaurierungs- und Baufachleuten die Grundlagen dafür geschaffen. Frau Madeleine Schuster vom Hochbauamt Basel-Stadt erzählt und zeigt uns spannende Einblicke zum Spalendorf. Ja, wir sind hier am Spalendorf in Basel, eines der ganz wichtigen historischen Gebäude. Neben mir steht Frau Schuster. Sie ist vom Hochbauamt Basel und sie wird uns jetzt etwas zu dieser Gesamtsanierung hier vom Spalendorf erzählen. Frau Schuster, siehst du mal etwas zu der Historik des Spalendorf? Was können Sie uns da dazu sagen? Ja, das Hochbauamt hegt und pflegt natürlich seine Bauten, besonders das Juwel hier, das Spalentor.
Spalentor wird um die 1400 rum gebaut worden sein. Also nach dem großen Erdbeben von 1356 war Basel flach. Dann kam der Aufbau und man hat natürlich die Stadt vergrößert. Und es wurde ein größerer Stadtring gebaut und Wehrtürme. Und eins von den Wehrtürmen war natürlich Spalentor. Später wurden dann die Mauern abgerissen, die Stadtmauern. Das war ungefähr Mitte 19. Jahrhundert. Und dadurch wurde das Spalentor ein Solitärbau. Also die Stadt hat sich weiterentwickelt nach außen. Wir haben bei den Sanierungsarbeiten im Dachstuhl einen Dachbalken gefunden, wo wir auf 1398 datieren können. Also das Spalentor stammt um 1400 aus der Gegend. Ganz eine lange Geschichte, ja. Und jetzt hat es ja da eine Gesamtsanierung gegeben. Was ist da alles saniert worden und wie lange haben die Sanierungsarbeiten jetzt gedauert oder dauert natürlich immer noch an, ja? Die Sanierungsarbeiten gingen ungefähr anderthalb Jahre. Davor war eine große Planungszeit von ungefähr einem Jahr. Es ging hauptsächlich darum, die Oberflächen vom Spalentor zu sanieren. Das heißt, die Natursteine, der Verputz, die Holzwerke, also von oben bis unten, von der goldenen Kugel bis unten zu den Fundamenten. Aber nur eben die Außenhaut. Okay. Und wie lange hat die Sanierung jetzt gedauert? Anderthalb Jahre und jetzt sind wir fertig und ich muss sagen, es ist sehr schön geworden. Also vom Handwerk her ist es sehr toll geworden. Wir hatten Steinmetze, die wunderbar gearbeitet haben, also es ist fantastisch. Vielleicht können wir das nachher angucken. Super, ja, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Was hat es für Probleme gegeben während der Sanierungsarbeit? Es war natürlich eine große Herausforderung, sich mal zu überlegen, auf welches Jahrhundert wir zurückrestaurieren, weil das Spalentor steht seit dem 14. Jahrhundert und in jedem Jahrhundert wurde natürlich gebaut, angebaut, weggebaut und wir haben uns entschlossen, auf die 30er Jahre zurückzugehen, also das heutige Erscheinungsbild beizubehalten und nicht groß was zu verändern. Okay, was haben die für die Zukunft noch geplant vom Hochbauamt aus an historischen Gebäuden? Was kann man für Renovationen erwarten? Es gibt natürlich ganz viele historische Gebäude. Zum Beispiel das St. Alban-Tor wird in nächster Zeit renoviert oder das Rathaus wird auch immer wieder saniert und gehegt und gepflegt. Super. Ich hoffe, es kommt auch alles so schön mit der Spalen da. Wir gratulieren dir recht herzlich zu dieser Fertigstellung jetzt eigentlich. Und ich glaube, alle Basler und natürlich auch alle Touristen, die hierher kommen, können sich freuen auf eine wunderschöne Sache hier in Basel. Danke. Danke auch. Nachdem wir Spalendorfer außen gesehen haben, haben wir auch noch wissen, wie sieht Spalendorfer innen aus. Über steile Treppen sind wir ins Innere vom Spalentor gelangt. Riesige alte Balken mit Leuchter haben uns hier erwartet. Erkerfenster. Geheimnisvolle kleine Gänge führen zum Weiteren nach oben zum Spalentor auf. Bis wir wieder an einer steilen Treppe stehen. Auch diese Treppe haben wir bewältigt. Und stehen jetzt in einem anderen grossen Raum. In diesem Raum steht auch der ganze Mechanismus, der die Glocke schlagen lässt. Alte Balken mit alten Holzrädern kann man hier sehen. Das, was Sie hier sehen, ist nicht eben eine Wasserrille, sondern die Valette vom dazumaligen Domwärter. So, das war es jetzt vom Spalentor in Basel. Und wir steigen alle Treppen wieder nach unten. Informieren Sie sich über Energieeffizienz, modernen Hausbau und erneuerbare Energien an der Bauholz Energiemesse vom 21. bis 24. November in Bern. Und jetzt noch die Mitteilungen in eigener Sache. Spielen Sie jetzt mit bei unserem neuen Gewinnspiel auf bauschweiz.ch und gewinnen Sie eine Musikanlage von Philips mit iPod und iPhone Dock-in.
Ab sofort informieren wir Sie unter der Rubrik «Swissbau Info» rund um die nächste Swissbau. Und unter der Rubrik «Swissbau Tipps» über interessante Ausstellungen, die man unbedingt muss gesehen haben. Die nächste Swissbau findet vom 21. bis 25. Jänner 2014 in Basel statt. Die in dieser Art einzigartige Messe bringt alle zwei Jahre rund 1200 Aussteller und über 100'000 Fachbesucher aus der Bau- und Immobilienbranche zusammen. Ab dem 15. Dezember 2013 bringt BISTV in einer Sondersendung eine ausführliche Vorschau auf die Swissbau 2014 zu Basel. So, das war es wieder von dieser Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich hoffe, wir sehen uns ab dem 15. Dezember wieder zu unserer Sondersendung von der Swissbau. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit und alles Gute. Adieu miteinander. Die folgende Sendung ist Ihnen präsentiert worden von NAV-Group, wir verstehen Mensch, Wasser, Wärme auf www.nav-group.com, Homegate, das Immobilienportal von der Schweiz, Minergie, mehr Lebensqualität, tieferer Energieverbrauch auf www.minergie.ch und der Internetplattform www.bauschweiz.ch.